Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. So, pass auf, ich habe eine richtig geile News zum Anfang, ja? Ich denke mal, wenn jemand hier Factorio richtig gut verfolgt, wird diese Person auch mitbekommen haben, dass jetzt einige Folgen nicht kamen. Typische Leier, bla bla bla, brauche ich nicht sagen. Pass auf. Ich zeige euch jetzt was richtig Cooles. Und zwar gehe ich dazu erstmal in diese Ansicht hier. Und ihr werdet jetzt einen Upload-Plan von mir sehen. Das ist der Plan, mit dem ich arbeite. Immer schon. Ich habe hier einmal den Upload-Plan, wie er richtig damals aussah. Der sah dann so aus. Das war das allererste Mal, das war glaube ich irgendwie 2018 habe ich das gemacht. Ja genau, 18. Im Oktober. Da hatte ich mir gedacht, ey komm, du machst jetzt mal einmal einen Upload-Plan, weil davor habe ich immer halt, wie man hier auch sieht, Railway Empire war das damals, eigentlich nur ein Projekt gehabt, was ich gespielt hatte. Ein einziges. Und dadurch hatte ich halt immer den Vorteil, ich brauchte nicht drauf achten, ich muss einfach nur jeden Tag eine Folge machen, easy peasy. Hab dann gesagt, okay, im Oktober, ab jetzt machst du mal einen Upload-Plan. Und da ich jetzt seit 2018, ist das glaube ich auch, Excel halt nicht nur viel nutze, sondern wirklich für fast alles nutze, dachte ich, okay, jetzt machst du was. Damals war ich auch in diesem Flair drin, yo, du musst ja alles schwarz-weiß quasi machen, so, deswegen sind die ganzen Überschriften immer schwarz und hier alles dunkel gewesen, mit weißer Schrift, das war halt so ein, ja, war schon ein kleiner Touch, den ich damals cool fand, und habe hier jeden einzelnen Tag im Jahr gemacht, wie man hier sieht, ne, Januar bis Dezember, immer schon die einzelnen Tage, und hier halt dann, entweder ist da ein Projekt drin, oder halt, wenn es in der Vergangenheit liegt, steht da halt verpatzt, und wenn es in der Zukunft liegt, weiß ich gar nicht, was dann da steht, soweit habe ich es nie geplant hier, ist ja auch egal, auf jeden Fall, habe ich dann nur so einzelne Projekte reingeschrieben und falls dann doch ein zweites Video kommen sollte, eine extra eigene Spalte gemacht hier. Was heißt Spalte? Spalten. Für das extra Video. Aber habe ich nie genutzt damals. Und die Dauer hat, also das mit dem Hochladen hat nicht lange angehalten da. Das hat dann wieder im Februar wieder aufgehört gehabt, weil ich in dem Zeitpunkt hier einen extremen Jobwechsel hatte. Und ich ja, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, aber ich hatte in diesem Zeitraum hier einen Job angenommen, bei dem ich dann als Schichtleiter gearbeitet hatte und dadurch halt sehr, 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 sehr viel zu tun hatte und gleichzeitig das Spiel Stronghold Kingdoms, wo ich auch mit hunderten Leuten geredet und gespielt und organisiert hatte. Dadurch ist das mit dem hier ein bisschen im Sand verlaufen. Dann habe ich hier wieder ein bisschen angefangen. So, wie ihr seht, ist es genau zum Wechsel zu 2020 hin. Dann aber wiederum fand ich die Liste hier scheiße. Weil diese Liste hier diesen Nachteil hat, dass sie sehr unübersichtlich ist, nur ein Video zulässt und mir generell nicht gefallen hat. Was habe ich gemacht? Eine neue Auflistung. Die sah dann so aus. Die kommt schon dem, was ich heute habe, sehr nah ran. Und jetzt pass auf, bevor ich da gleich reingehe, gucken, zeige ich ganz kurz, was jetzt mit den anderen Reitern ist. Firmenerlaubnis zeige ich euch nicht. Ja? Weil ich schreibe für alle meine Projekte immer die Firmen an. Ob ich das Videomaterial von diesen Firmen auch benutzen darf. Ja, weil, ja, das ist halt Copyright, ne? Auch Spiele. Und da ich mir da nicht sicher war, ne, habe ich jetzt erstmal, ne, ich lasse es für euch weg, ist egal. E-Mail-Text lasse ich auch weg, weil das halt damit zusammenhängt. Bewertung war mal eine Sache, die ich mal machen wollte. Da habe ich ja Spiele versucht selber zu bewerten, habe mir überlegt, was man da bewerten kann und wollte das dann halt auch machen. Und sogar Videos zu machen, da habe ich sogar extra, das zeige ich mir eben ganz kurz, wenn ich das noch irgendwo finde, extra das vorbereitet gehabt für die Bewertung. Pass auf, mache ich mal hier ganz kurz Pause mit dem Lied. Was, wieso ziemlich laut, ne? Irgendwie. So, wo habe ich denn? Review-Bewertungssystem. Da. Ganz in Zukunft wird es nach jedem abgeschlossenen Projekt eine Review zu dem entsprechenden Spiel geben. Bei längeren Projekten kommt eine Review erst dann, sollte ich auch genügend Spielstunden haben, um eine gute Meinung abgeben zu können. Die Videos werden mit einer Wertung von 0 bis 10 Punkten bewertet. Den Endwert errechne ich übrigens anhand von 5 Kategorien. Warum die Kategorien die Werte erhalten, die sie jetzt haben, erkläre ich übrigens, nachdem ich alle aufgezählt habe. Die erste Kategorie betrifft das Gameplay des Spiels und zählt zu 25% in der Endwertung. Mhm. Als zweite Kategorie zählt die Story, zu ebenfalls 25% in der Endwertung. Danach kommt die Grafik mit nochmals 25% hinzu. Die gesamte Rechnung rund ums Geld bekommt 15%. Schließlich bekommen generelle Dinge 10%. Die einzelnen So, und das habe ich jetzt wirklich damals so vorbereitet gehabt und wie man sieht hier wirklich tatsächlich sogar
animationstechnisch vorbereitet, richtig viel Zeug mit was weiß ich nicht, habe ich nie gemacht. Weil es erstens viel Zeit beansprucht und zweitens, weiß ich nicht, bin ich nie wirklich zugekommen. Ich mach mal nicht weiter. So, auf jeden Fall habe ich sogar dafür, oh warte, ich muss mal ganz kurz nochmal hier, ist eh noch auf Pause, passt. Ich hatte dazu sogar eine Synchronsprecherin angeheuert, die das für mich spricht. Also nicht alles, sondern halt ein Teil davon. Die dann die Kategorien vorliest. Also sowas wie hier, seht ihr ja selber, Gameplay, Story, Grafik, Geld, generelles Spielgefühl, Spieldesign. Hat die mir extra eingesprochen dann, das hier. Gameplay, Story, Grafik, Geld, generelles Spielgefühl. Hätte ich mir dann selber zusammen schneiden können. Fand ich ziemlich cool. So, das ist auf jeden Fall nie wirklich, zustande gekommen, leider. Aber ist auch nicht so schlimm. So, pass auf. Gehen wir mal weiter. Das dachte ich, müsste das passiert. Shuffle klappt nicht. So, okay, pass auf. Dann, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, aber. Projekte. Das sind, ja, alle Projekte, die ich irgendwann mal hochgeladen habe, seitdem der Kanal existiert. Von bis, Folgenanzahl, wie viele Tage das gelaufen ist, ja. Und, Alter, Age of Empires läuft schon seit fast 1000 Tagen. Oh, krass, ne? Und hier sicher, das ist nur für mich, ob ich das jetzt irgendwo auf einer Festplatte gespeichert habe oder halt eben nicht. In dem Fall habe ich das bei vielen Projekten mittlerweile nicht mehr gespeichert, weil sowas wie, keine Ahnung, Elden Ring zum Beispiel in 4K, das sind Folgen, die sind 20 GB groß, das ist nicht so geil. Egal, kommen wir zu diesem Jahr, weil ich will euch jetzt einmal zeigen, bevor ich in die Folge reingehe. Denn ihr müsst jetzt diesen Verlauf der letzten zwei Jahre mitverfolgen können, um meine Entscheidungen nachzuvollziehen. Finde ich wichtig, weil das ist jetzt das einzige Video, was ich noch zum Uploadplan machen werde, voraussichtlich, fürs eigentlich komplette Jahr oder auch sogar das nächste und ich weiß nicht, wie lange noch, ja? Außer irgendwas komplett Triviales ändert sich nochmal, egal wie. Ich habe auf jeden Fall im Jahr 2020 einige Projekte vorgenommen und wollte dann auch viele spielen, habe aber anfangs ohne Uploadplan gearbeitet, weil ich diesen hier halt ziemlich doof fand irgendwann. Das war halt mein erster Versuch, damit das irgendwie zu regeln, war nicht so geil, ja? Auf jeden Fall habe ich dann jetzt das hier gemacht und habe daran gearbeitet. Habe den aber erst erstellt, als ich mich mit Excel ein bisschen besser auskannte. Und das war Mai. Davor habe ich hier einfach alles rot, obwohl ich was hochgeladen habe. Ja, das ist so ein Punkt. Auf jeden Fall, was jetzt ganz wichtig ist. Ich habe, dieser Plan ist noch fast so ähnlich wie den, den ich jetzt heute habe. Ich habe hier jeden Monat als eigenen Blog. Bis zu 31 Tage, logisch, mal mehr, mal weniger. Die klappen sogar komplett automatisch, also wenn es jetzt ein Schalter ist, das macht er halt alles automatisch, da brauche ich gar nichts tun. Super. Und hier habe ich dann halt 6 Uhrzeiten genommen. Halt 15, 16, 17, 18, 19, 20 Uhr, bei denen ich ein Video hochladen könnte. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, tatsächlich regelmäßig die Slots zu füllen und die sogar, wie man es hier unten links sieht, nach Uhrzeit und Kategorie zu sortieren. 15 Uhr war immer Strategiespiel, also wahrscheinlich Age of Empires erstmal. 16 Uhr war Factorio. 17 Uhr irgendein Aufbauspiel, so wie zum Beispiel Anno oder damals Prison Architect und so ein Scheiß. Und 18 bis 20 Uhr waren dann halt Action, Adventure, Shooter oder andere restlichen Spieler. Wie in dem Zeitpunkt war das damals Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War, Twin Mirror, Cyberpunk und so weiter. Jetzt kommen wir zum Problem. Gehen wir zum Mai. In Mai habe ich angefangen mit FO. Da habe ich, das ist jetzt nochmal eine kleine Erklärung, pass auf. Anfang 2020 hat sich bei mir einiges geändert. Denn Januar, Februar habe ich sehr viel gearbeitet. März kam Corona. Das war März 2020, genau. Seit April, glaube ich, war das. Irgendwann Anfang April kam ich auch tatsächlich für ein paar Wochen in Kurzarbeit. Also quasi hatte ich sehr viel Zeit übrig. Jetzt wollte ich YouTube-Videos machen, habe aber ein altes Spiel angefangen, was ich sehr, 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 sehr geil fand. Das zeige ich euch ganz kurz. Das war Fiesta Online, wenn ich es jetzt irgendwo finde. Unter F, 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 F. Zu hoch. Ich könnte natürlich auch suchen, will ich jetzt aber nicht da. Weil findet man relativ schnell. Fiesta Online habe ich jetzt hier nur 400 Stunden gespielt. Nur, ja. Tatsächlich habe ich Fiesta schon seit einigen Jahren wirklich viel gespielt.
und habe da gesagt, okay, weißt du was, ich fange einen komplett neuen Account an, bei dem ich jetzt, weil ich habe das damals halt als, ich sag mal, Teenie gespielt, ohne viel Geld reinzustecken, eigentlich gar nichts, und dachte mir, ey, das zockst mit deinem Bruder zusammen, hab meinen Bruder genommen und wir beide haben dann mit Premium und so gespielt. Und da sind halt Sachen entstanden, wie zum Beispiel auch sowas hier. Irgendwann war ich halt alleine dann noch übrig. Bin auf, ich weiß nicht, ob ihr die Level-Systeme irgendwie kennt, ist auch komplett irrelevant eigentlich, für das, was ich euch sagen will. Auf jeden Fall seht ihr hier, ich bin da Level 111 gewesen, was zu dem Zeitpunkt tatsächlich sehr hoch ist. Es gibt Weltenbosse, in dem Fall gibt es zum Beispiel den hier, der nennt sich Malefar. Da war ich halt einer mit dabei und... Oh, das ist halt einfach, das sind halt so die krassesten, die es so gibt, weißt du? Und das hat mir so viel Laune gemacht, dass ich gesagt habe, ey, es gibt da drin eine spezielle Art, die nennt sich Kingdom Quest. Kingdom Quest bedeutet, dass es quasi wie so ein besonderes Event ist, was jede Stunde stattfindet, mit dem dann halt quasi eine Mission oder wie ein Dungeon für eine ganze Gruppe von Leuten ist. In dem Fall, glaube ich, 20 oder so Leute und die machen das dann halt. Okay. Und dann dachte ich mir so, machst du das doch die als Videos? Die ersten vier habe ich gemacht. Und dann hatte ich beim Schneiden davon, weil da viel geschnitten wurde, so viel Spaß dran gehabt, wieder mal richtig zu schneiden, dass ich gesagt habe, weißt du was, du machst jetzt wieder Age of Empires. Und es kam dann die Definitive Edition, glaube ich, oder war es die HD-Edition? War es die HD-Edition oder die Definitive? Ne, es war schon die HD, ne, die Definitive steht doch hier. Stimmt, das war nämlich die komplett neue Edition schon, yo. Aber ich habe da auch angefangen. Und dachte mir, die ziehst jetzt durch. Da habe ich so Bock drauf gehabt. Und damit übrigens ganz kurz die Farben versteht. Rot heißt natürlich, ey, da ist gar keine Folge. Grün heißt, da ist eine Folge. Und ja, dann halt, da wo die Folge ist, steht halt ein Text. Abgekürzt mit dem Kürzel, den ich hier stehen habe. Ja, grundlegend erstmal. Aber im Juni hatte ich dann hier 2 Wochen. Das war übrigens der Geburtstag hier. Und da sieht er sehr viel Arbeit, weil nach der Kurzarbeit kam dann irgendwann ein Problem, ey, riesengroßer Auftrag, Überstunden hier, da. Ja, da war dann sehr wenig Zeit zum Spielen und Age of Empires dauert Stunden hier und da. Also kam da dann wieder 2 Wochen nichts, war wieder ärgerlich. Dann kam ich wieder dazu aufzunehmen, dann kam wieder Überstunden, weil das war immer so, dieser Sommerschwung war mit Aufträgen immer sehr groß. Und dann dachte ich mir, weißt du was, du machst nicht nur Age of Empires, du machst noch ein altes Spiel, was du auch richtig, richtig, richtig geil findest, Prison Architect. Brauchst das perfekte Gefängnis. Ihr könnt mal übrigens auf Steam in meinem Workshop gucken. Ich habe nur ein einziges Element hochgeladen im Workshop. Und das ist mein eigenes perfektes Gefängnis, bei dem alles absolut einwandfrei, perfekt durchgerechnet funktioniert. Und das ist fertig. Das habe ich da gestartet, am 19.07. Habe sogar direkt am ersten Tag 9 Episoden hochgeladen. Also 10, wenn man die Einführung mit dazu nimmt. War schon krass. So. Hat sich dann immer so ein bisschen durchgezogen. Wenn ich mal keine Zeit hatte, Videos hochzuladen, so wie hier, habe ich dann am nächsten Tag halt 4 hochgeladen, für jeden verpassten Tag ein mehr. Gleiche hier, ne? Und so weiter. Dann hat das wieder irgendwann funktioniert. Und dann dachte ich mir so, jetzt machst du beides gleichzeitig. 15 Uhr Age of Empires, da Prison Architect. Und da war das erste Mal im September, dass ich wieder vollständig hochgeladen hatte. Das hatte ich vor 2018 mal gemacht, also in 17 und 16, glaube ich mal. Irgendwann, wo, oder war es sogar noch früher, irgendwann kamen mal Call of Duty Ghosts und Battlefield 4 raus. Zu dem Zeitpunkt habe ich sehr regelmäßig sau viele Videos hochgeladen. Sau, sau viele. Aber dann hat es auch eine große Pause gehabt. Ist ja auch egal, darum soll es nicht gehen. Dann habe ich die Färbungen hier anders gemacht. Weil ich dachte, ey komm, ich will diese Striche nicht mehr haben, die Striche hier sind hässlich. Habe ich also ohne Striche gemacht. Und die Folgen, die hochgeladen sind, werden ab jetzt grün markiert. Also ich sehe, yo, an dem Tag die beiden Sachen. Gleichzeitig habe ich mir gesagt, okay, weißt du was, da ich jetzt immer 2 machen möchte, will ich nicht mehr nur 1 oder gar keins haben. Gar kein Video ist immer noch rot. Seht ihr so. Rot. Nur ein Video an einem Tag ist orange. Damit ich selber sehe, ey, da hast du noch nicht genug. Das war mein Plan damals. Und dann kam der übertrieben heftige Ablauf für ein paar Wochen. Das war dieses hier. Ihr seht, ich habe da nicht nur täglich Factorio dazu gehauen und regelmäßig Age of Empires und Prison Architect, sondern auch Anno und Assassin's Creed Valhalla täglich und Call of Duty täglich und nochmal Call of Duty, wahrscheinlich ein zweites Video, so wie Zombies oder Multiplayer, täglich. Und da war nicht nur normal die Uploads, da waren auch noch viele Planungen drin.
Anno zum Beispiel habe ich mit einer richtig fetten Ex-Liste gemacht und übelst viel Planung. Age of Empires war ein Stundenprojekt, das waren Stundenprojekte. Factorio habe ich mit einem Synchronsprecher kurzzeitig gearbeitet, das allererste Mal. Das war der gute Flux. Ach, super Typ, ein saugeiler Typ. Der hat auch den Trailer immer eingesprochen und auch bei Projekten wie Payday 2 mitgearbeitet. Ist ein saucooler Typ. Und naja, alleine Factorio und Anno waren schon so viel Arbeit, da kam ich eigentlich nicht hinterher. Hatte aber zu dem Zeitpunkt, dank Corona, Zeit. Und habe das hier sehr, sehr viel gemacht. Dann habe ich Age of Empires pausiert, weil Age of Empires so viele Stunden gedauert hat zum Spielen teilweise und ich gerade zu den Missionen kam, die tatsächlich wirklich teilweise 4 Stunden gedauert haben. So wie Hornvoglerlass und sowas. Und das halt schon echt krass viel Zeit gefressen hat und ich dann lieber die ganzen anderen Projekte, die gerade alle rauskamen, ein bisschen fortführen wollte. Und ich richtig im Fieber drin war. Dann kam sogar noch Twin Mirror am 1. Dezember dazu. Das ging nicht so lange, war aber halt trotzdem 13 Folgen da. Und es kam dann noch Cyberpunk. Also richtig viel Zeug. Und dann kommen wir zu 2021. Hier wird es jetzt interessant. Das habe ich im kompletten Januar durchgezogen. Da wollte ich Age of Empires wieder reinholen, habe gemerkt, funktioniert zeitlich einfach gar nicht. Das ist nicht drin. Habe ich da wieder versucht. Da wieder 1-2 Folgen, dann ging es aber dann auch wieder nicht. Jetzt passt auf. Hier hat es jetzt angefangen. Cyberpunk kam nicht. Weil im Februar 2021, sag ich mal so, war ich nach den 3 Monaten täglich 10 bis 12 Stunden daran am Arbeiten, teilweise sogar noch mehr, einfach nicht mehr in der Lage, so viel hochzuladen, weil ich es nicht geschafft habe. Und habe gesagt, okay, weißt du was, das versuchst du jetzt irgendwie zu reduzieren. Und ich wusste nicht wie, also habe ich einfach erstmal weniger gemacht und habe dann hochgeladen, weil ich Bock zu hatte. Das hat dazu geführt, dass hier Factorio teilweise nicht kam, mit komischen Abständen dazwischen, das gleich mit Age of Empires, dann wollte ich kurz 1-2 Sachen mit Multiplayer machen hier, das ist dieses AOEM. Dann wollte ich hier sowas wie Multiplayer von Call of Duty komplett beenden. Wie man sieht, habe ich ihn auch irgendwann hier im März oder April, glaube ich, beendet, komplett. Und habe dann auch sowas wie andere Spiele eingestellt, so wie Assassin's Creed Valhalla, abgebrochen. Und auch irgendwann Cyberpunk abgebrochen, weil mir beide Spiele einfach gar nicht mehr zugesagt haben. Damals war Ubisoft, was das anging, noch richtig, richtig, richtig geil. Sowas wie Assassin's Creed. Oder auch sowas wie Far Cry. Geile Spiele eigentlich gewesen. Far Cry 3, legendär. Aber die neuesten Teile, einfach eine pure Enttäuschung. Ja, warum, könnt ihr euch selber in den Folgen angucken oder so. Spielt selber. Ihr werdet merken, es ist einfach, weiß ich, also mir geht es zumindest so, die sind nicht geil, die Spiele. Irgendwas ist da komisch gewesen, auch Cyberpunk war irgendwie so ein, weiß ich nicht. Irgendwann war es am Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich würde jetzt nur noch weiterspielen, um es gespielt zu haben und nicht, weil es Spaß macht. Und dann dachte ich mir so, ist kein guter Zustand, brichst du ab. Dann sind 2-3 Projekte weggefallen. Deswegen habe ich hier auch wieder ein bisschen mehr Factorio gespielt, weil es wieder gepasst hat. Anno kam dann diese riesengroße Planung auch mit dazu, wo ich dann halt, bis zum Jahreswechsel hier war das Jahr, diese riesengroße Insel geplant habe. Deswegen steht hier auch AS, wegen Anno Special. Wo ist das hier? Irgendwo müsste das stehen. Okay, habe ich wahrscheinlich einfach so selbst hingeschrieben. Habe ich auch. Anno Special war das gewesen. War saukrass eigentlich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam dann noch Hitman. Irgendwo, da. Hitman. Hitman 3. Richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Das war nicht lang, aber hat Spaß gemacht. 14 Folgen. Kam auch relativ regelmäßig. Und dann dachte ich mir so, im Februar, am Ende des Monats, jetzt machst du ein Megaprojekt, worauf ich schon lange, lange Bock gehabt habe und das wirklich lange geplant hatte. Und hab mir den kompletten März Zeit genommen, das zu organisieren. Weswegen alle Projekte massivst drunter gelitten haben. Wie man hier sieht. Habe ich gesagt, okay, Payday, du machst die komplette Geschichte aus Payday 2. Was übrigens, damit ihr es mal so wisst, sau viele Folgen sind. Und ich möchte gerne die komplette Geschichte, die dahinter ist, mit allen Charakteren, jeden Charakter, der spricht, synchronisiert haben. Das heißt, ich habe jeden Missionsgeber, ich habe eine Erzählerstimme, ich habe eigentlich alles vertont mit die professionellsten Synchronsprecher, die ich finden konnte, lange für gesucht, das komplette Skript mit
Zehntausenden von Wörtern. Ja, das war eine doppelte Doktorarbeit. Ist kein Scheiß, das war wirklich sau viel. Perfekt strukturiert. Hab das meistens nur durchs Hören erschaffen können. Und ich kann euch dazu mal einfach ein Bild zeigen, damit ihr seht, wie es so aussieht. Es sind übrigens insgesamt aktuell 92 Skripte gewesen, die ich geschrieben habe. Und wir nehmen einfach mal, keine Ahnung, irgendwie Golden Green Casino. Hier, Golden Green Casino, das war das Skript dafür, war nämlich ein relativ kurzes, deswegen nehme ich das jetzt. Das war dann die 45. Mission. Da habe ich ihn erstmal auf Englisch gehört oder gesehen, je nachdem, manchmal hört man sie nur, manchmal sieht man einen Text dazu. Es war immer ein bisschen unterschiedlich im Spiel. Vieles muss ich wirklich durch Hören versuchen, irgendwie aufzuschreiben, was bei manchen Dialekten nicht so einfach war. Und dann war jetzt was wie The Dentist. Also im Spiel halt der Zahnarzt dann, der uns einen Job gibt mit dem Golden Green Casino und Payday 2. Und Bane, der seinen Senf dazu gibt oder das erklärt. Und das Ganze habe ich dann übersetzt. Und das war das Skript, was die mir einsprechen sollten. Und wenn wir jetzt einfach mal reinhören, ich mache dazu mal ganz kurz mal das hier eben wieder aus. Wenn wir einfach nur das mal anhören, ja? Ich mache mal ganz kurz das so. Voice-over. Payday 2. The Dentist. Sagt ein 45 Golden Green Casino zum Beispiel das hier. Das Golden Green Casino. Warte, wir machen mal ein bisschen lauter, dann hört ihr es besser. So, 50. Das Golden Green Casino wurde mit dem Reichtum der Nachkriegszeit gegründet. Die Zeit ist gekommen, diesen Reichtum umzuverteilen. Eine genaue Planung ist unerlässlich. Beobachten, einschätzen, ausführen. Ich würde Ihnen Glück wünschen, aber Glück hat damit nichts zu tun. Na, nur dass ihr mal so gehört habt, ich habe das vertonen lassen, ja? Dann hat Bane seinen Senf dazugegeben, muss ich mal ganz kurz suchen, weil Bane hat sehr, 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 sehr viel Text bekommen. Golden Green Casino da. Das ist ein großer Job. Ich erkläre es euch nach und nach, aber das Wichtigste ist, das Golden Green hat einen großen Tresor. Sehr groß. Ich meine, Benevolent Bank groß. Egal, ob ihr euch reinschleicht oder sie überfallt, ihr werdet es schwer haben. Der Zahnarzt will nicht sagen, was wir da rausholen. Das hält er streng geheim. Er sagte nur, wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Der Vertrag wäre erfüllt, was auch immer das bedeutet. Okay, Gambler, lasst uns anfangen zu spielen. Lasst uns anfangen zu spielen. Ja, manche Sachen sind auch doppelt gesprochen. Das, nicht wundern, das ist natürlich alles nur für die Post-Production wichtig. Manche Sätze waren sie selber nicht zufrieden mit, die ändere ich nochmal ab, ne? Ich habe auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Dateien davon, von verschiedensten Mission. Also eigentlich habe ich alles vertonen lassen. Alles. Ja? Da sind auch so Sachen bei, wie zum Beispiel Bullocks Mansion. Ja? Eine relativ späte Mission. Ihr seht, es war sehr, sehr viel Text. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Ich zoome mal ein bisschen ran. So muss eigentlich ganz gut sein. Wir machen nochmal einen. Na, wobei. Machen wir so. So ist gut. Dann könnt ihr es mich auf beiden Seiten sehen. Wir haben Bullocks Mansion. Das war eine der neuesten Missionen. Noch nicht die letzte. Die letzte war Dragon Heist. Bis zu dem Punkt, wo ich das gestartet hatte. Ja? Da hatte Vlad das hier gesprochen. Und das musste ich tatsächlich sehr viel mit Hören machen. Das hat nicht ganz funktioniert. Deswegen habe ich auch teilweise die Sachen drin, konnte ich nicht ganz verstehen, was er im Original gesprochen hat. Bevor ihr jetzt sagt, so, musst du halt besser Englisch können. Ja, erstens bin ich sehr gut auf Englisch und ich möchte mal ganz kurz zeigen, wie das denn im Original klang. Weil ich auch, das ist auch so ein Punkt, nicht nur die Texte und die Skripte geschrieben habe, ich habe jedem Synchronsprecher seine Parts im Original und als Skript geschickt. Dass die sich beides anhören können und auch die Tonlage so ungefähr hinbekommen, wie es zu dem Zeit, also wie es halt im Spiel auch ist. Und Payday 2 hatte das so, das war bei, wo habe ich das denn jetzt hingeschrieben nochmal? Payday 2. Beispiel im Originalton, wo habe ich sie denn? Ich habe das irgendwo abgespeichert, warte ganz kurz, ich finde das. War das nicht auch unter Synchronsprecher einfach? Warte, Aufnahmen, Voice-Over, Beispiel im Originalton, das diese habe ich doch gefunden. So, pass auf, da habe ich nämlich Bullocks Mansion. Das ist Vlad, das Erste, was er spricht. Sah dann so aus, ja? Damit ihr es mal seht. Man sieht zwar hier einen Text, aber achtet mal drauf, wie stark dieser Text mit dem, was er spricht, zusammenpasst. Nämlich kaum. Ich kann es auch, wobei, wenn ich es groß mache, doch, es geht eigentlich. Das geht. Vlad needs
out that Bullock, leader of the Cayopas, is responsible for my brother-in-law getting arrested in Tijuana. Well, I guess he didn't like that shit we did to his bang, huh? This is the last fucking straw with him. Why don't you take him out for me? Make it hurt? Make it bloody. Send a message to the entire world that no one fucks with that! And make sure the fucker knows who sent you. If you do real good, Vlad will send you a box of cupcakes. Yes? So, ihr seht, der Text passt nicht zu dem, was er sagt. Weil das halt so ein kurz gehaltener Standardtext für die Mission ist. Ist ja auch okay. Problem ist nur, wenn ich das jetzt den Synchronsprecher gebe und den Text hier, der ähnelt ja dann nichts mit dem vom Original. Außerdem ist das Original viel geiler. Jetzt ist hier auch sowas wie bliert, oder? Also das habe ich auch mit reingeschrieben. Das gehört dazu. Und wenn ich jetzt mal gucke, ja? Send a message to the entire cartel. Das war mal ungefähr hier, glaube ich. Take him out for me. Warte. Da sind wir. So, to the entire cartel, bla 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 bla. Versucht jetzt mal hier zu hören, was hat er da gesagt? Ich mach mal ein Stückchen zurück. Hört mal, was sagt er da? Oh, warte, nochmal ein Stück zurück. To the entire wallet. Was meint ihr damit? Wallet, Kartell? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal geschrieben, so, was wollte der damit. Was für ein Wort war das? Weißt du? Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt nicht so schlimm sind, aber wenn die halt häufig vorkommen, puh, das macht das Übersetzen schwer. So, dann kommt noch Van Lock dazu. Das ist dann halt der Auftraggeber. Das konnte ich ihm wieder teilweise übernehmen. Aber sehr viel Text. Dann gab es noch das, was in-game gesprochen wurde. Dieses Gespräch hier. Ja? Viel Zeug. Alles aufgeschrieben, übersetzt. Und jetzt passt auf. Es kommt zuerst der Vlad. Er hat das jetzt ja gehört. Vlad. Meine Freunde, Vlad braucht wieder eure Hilfe. Ich habe herausgefunden, dass Bullock, der Anführer des Cayopas, dafür verantwortlich ist, dass mein Schwager in Tijuana verhaftet wurde. Ich schätze, der Scheck, den wir bei seiner Bank eingereicht haben, hat ihm nicht gefallen, hm? Das ist der letzte verdammte Spaziergang mit ihm. Blöd. Wenn ihr ihn für mich ausschaltet, lasst es richtig wehtun. Macht es blutig. Schickt eine Nachricht an das gesamte Kartell. Niemand fickt mit Vlad. Und stellt sicher, dass die Wichser wissen, wer dich geschickt hat. Wenn ihr euch wirklich gut anstellt, wird Vlad euch eine Kiste mit Törtchen schicken. ja. Das war dann sein erster Part. Vergiss nicht den Ja, das kommt gleich. Und ihr müsst euch jetzt so vorstellen, ich habe da jetzt nicht nur einen Synchronsprecher einfach so hey, den Erstbesten genommen. Ich habe wirklich lange gesucht. Das ist tatsächlich, also wirklich ein richtiger Russe, der das für mich eingesprochen hat. Damit ich halt wirklich diese, nicht nur den Dialekt, weißt du, es gibt einige Leute, die können den Dialekt sehr, sehr gut. Aber wenn du halt jemanden hast, der das tatsächlich spricht, ja, der wirklich Muttersprachler da drin ist und dann den Text, es ist genial. Es ist wirklich genial. So. Und dann gibt's natürlich auch diese Sachen hier, weißt du? Und die werde ich jetzt vielleicht nicht abspielen, ihr seht ja den Text hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ach, weißt du was, warum eigentlich nicht? Ja. Ab hier jetzt. Vergiss nicht, den Jungs zu sagen, sie sollen brutal sein. Lasst Bullock wirklich gut leiden. Vielleicht soll Jiro sein Ei mit einem Samurai-Schlag abhaken oder so. Okay. Sorgt dafür, dass Bullock wie ein dreckiger Hurensohn leidet, wenn ihr ihn tötet. Ja, das wurde übrigens tatsächlich im Spiel so gesagt. Also von daher, ja. So, beziehungsweise hier wurde, ja, Motherfucker. Ja, ist halt schwierig, das so sonst zu übersetzen. Deswegen fand ich das ganz gut so. Und Van Lock sagte zum Beispiel sowas. Okay, Freunde, wir werden den Job für Vlad durchführen, obwohl unsere Operationen in DC an einem kritischen Punkt sind. Für den Mord an Bullock schicke ich euch dahin, wo er sich am sichersten fühlt. Seine Inselvilla vor der mexikanischen Küste. Nun,
da die Verbindungen der Coyopas zum Zahnarzt und den Kataro in die Brüche gegangen sind, versucht Bullock sein Kontaktnetzwerk zu erweitern, indem er einen Maskenball für dämliche amerikanische Möchtegern-Gangster veranstaltet. Das ist sicher der perfekte Zeitpunkt, um an ihn heranzukommen. Genaue Details über den... Ist ja auch egal. So, ich wollte euch ja nur zeigen, wie das so Ganze aussehen kann, ja? Und das hat mich nicht nur viel Arbeit gekostet, sondern war unmenschlich viel Arbeit. Ja, also es ist wirklich krank, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also es waren wirklich so viele 1000 Wörter. Also 10.000 Wörter, also so viele zehntausende Wörter drin. Holy shit. Also ich meine, es ist wirklich nur der deutsche, also nur der deutsche Text. Waren schon, und das ist kein Witz jetzt, so viel ich weiß, über, ich glaube, über 17.000 Wörter. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder wann? Nee, es war nur für Bane 17. Ich muss mal ganz kurz für euch die Szene ausschalten, ja? Damit ich ganz kurz das öffnen kann, weil ich mir da selber nicht sicher bin jetzt gerade. Bevor ich jetzt irgendeinen Müll laber und euch jetzt irgendwie was Falsches sage, wäre das ärgerlich. Und ich kann jetzt euch das nicht zeigen, weil da die ganzen Kontaktdaten von den Synchronsprechern drin stehen. Die will ich jetzt ungern damit zeigen. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar. So, ich habe das nämlich alles natürlich in der Liste mit stehen, weil sonst kommst du, das ist so viel Zeug, da kommst du gar nicht hinterher. Wörter waren 19.738, die ich vertont habe. Und die sind natürlich nicht billig. Ja, ihr könnt ein bisschen gucken, wie teuer Synchronsprecher sind, aber da zahlst du teilweise halt wirklich für jedes Wort. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das dann hier angefangen, ungefähr da, Ende Februar, und im kompletten März habe ich daran gesessen, das zu arbeiten. Deswegen kam hier auch sau wenig. Im April noch weniger, weil das ist das gleiche Thema, ne? Und im Mai noch weniger. Ja, ich habe da wirklich, ist kein Scheiß jetzt, 3 Monate für gebraucht, um diesen Scheiß vorzubereiten und alles zu machen. Natürlich neben dem normalen Job dazu. Dann gab es noch einen Scheißpunkt. Ich mach mal kurz die Musik an. Seit Mitte des Jahres 2021 habe ich meinen Job nicht mehr, weil die Firma ziemlich am Arsch gegangen ist, du. Und ja, es quasi kaum mehr Mitarbeiter da gibt, falls die noch existiert, die Firma. Belastend. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann mich dazu entschieden. Oh, Alter, war das jetzt laut. Mich dazu entschieden, ey. Du machst jetzt nicht nur einen neuen Job einfach nur. Du machst jetzt etwas, was dir richtig gefällt, und zwar ein Studium. Und deswegen war jetzt auch alleine Mai nicht nur das mit dem Payday und sonst irgendein Scheiß, sondern da war halt mein Endspurt der Arbeit, weil ich ab 1.6. dann das nicht mehr hatte und ich stattdessen ein Studium hatte. Und dann nebenbei noch hier und da geguckt hatte wegen Vorstellungsgesprächen und Bewerbungen und bla bla, wegen Nebenjob und sowas, ne? Habe ich dazu entschieden, jetzt eine Nachhilfe zu geben, was ein geiler geiler Nebenjob ist, meiner Meinung nach, Nachhilfe. Und habe dann im Juni wieder angefangen, Videos zu machen. Und das war halt natürlich Factorio. Age of Empires habe ich dann wieder hier ein bisschen angefangen, regelmäßiger zu bringen. Aber wollte nicht mehr jede Woche 5 Folgen machen oder so, sondern wirklich so eine so pro Woche. Ungefähr im Durchschnitt, ja. Und Anno lief da auch ganz gut regelmäßig. Und ansonsten habe ich hier angefangen, das erste Mal den Prolog, die Charaktervorstellungen, was übrigens auch mein Kanaltrailer ist, andere Sachen hochzuladen und die ersten paar Missionen. 2. Die anderen sind dann Dark Souls, weil ich dann ebenfalls Dark Souls angefangen habe und da meine eine sehr, sehr große Spieleliebe entwickelt habe. Geile Reihe, diese Souls-like-Reihe. Und im Juli ging es dann wieder richtig los. Das lief alles wieder regelmäßig, Payday lief gut, wobei ich da sehr viel schneiden musste und deswegen nur regelmäßig vielleicht eine Folge im Monat kam, weil es doch sehr viel Schnittaufwand ist, ist ja auch egal. Aber der Rest lief wieder gut. Dann habe ich seit dem Juli wieder League of Legends ein bisschen angefangen, regelmäßig zu spielen. Oder zumindest mal hier und da mittlerweile noch. Und habe da auch ein paar Videos zu machen wollen. Fand das aber für Videos irgendwie zu langweilig dann, weil man dann halt alleine spielt. Und alleine League of Legends ist halt, das kann ich mir auch sparen. Hatte ich dann aber auch den Freunden vorgeschlagen von mir, mit denen ich gespielt hatte, ob die Bock haben, da vielleicht mit bei zu sein. Aber die möchten das nicht. Ist ja auch verständlich, kann ich, ist okay, ist ja deren Entscheidung, ne? Also habe ich deswegen gesagt, okay, komm, alleine spielen habe ich da keine Lust drauf, lässt er dann doch lieber sein. War aber ein cooles Projekt so für zwischendurch. War ganz nice. Aber, ihr seht jetzt hier schon Folgenanzahl, ist wieder gut stabil gewesen. Jetzt wundert es euch mal, warum ist er so viel orange?
Ist scheiße, oder? Und das hat mich auch gestört. Hier ist fast alles orange. Oder rot. Ja, natürlich, weil die Liste so eingestellt ist, dass wenn ich jetzt hier, ich habe ja auch hier hinter noch Zahlen, die dann nachgucken, was für eine Folge es ist und so weiter. Bla, bla, bla. Das sind alles so kleine Nebenrechen gelaufen und er guckt halt, hey, ist heute eine Folge, dann orange, ist keine, dann rot. Wenn wir das jetzt mal gucken. Zwei Folgen, eine Folge, zwei, eine, zwei, drei, eine, zwei, eine. Ist eigentlich sau regelmäßig. Aber trotzdem sagt die mir hier die Liste viermal orange, weil es halt nur ein Video war. Und das mit meiner Sache, die ich knapp ein Jahr vorher geplant hatte, nicht mehr so vereinbar war. Dafür habe ich manche Tage mit fünf Videos. Oder vier. Und dieses Orangen hat mich irgendwie immer dazu verleitet, dass es so aussieht, als hätte ich da irgendwie zu wenig. Und habe irgendwie mehr dazu gepackt. Dann kam Far Cry raus, Kena Bridge of Spirits, Deathloop, richtig geile Spiele. Ja? Irgendwann kam noch, ja, eigentlich auch noch ein paar andere Spiele raus, die ich aber ignoriert hatte. Die auch nicht hierbei stehen, ist auch egal, welche es sind. Und dann kam der ganz, 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 ganz krasse Punkt für mich. Und das war Ende des Jahres. Also vor 3 Monaten ungefähr. Ich habe dann irgendwann gesehen, hier ist sehr viel orange. Schwierig. Mein Studium läuft jetzt seit September. Seit da. Ja, beziehungsweise eigentlich genau präzise seit dieser Woche. Und ich schaffe das einfach nicht, so viel zu studieren im Maschinenbau und dazu so viel zu produzieren. Das ging nicht. Und habe mir dann gesagt, okay, weißt du was, ab Dezember machst du das so, du machst jetzt 1 Monat lang weniger Videos. Ich wollte hier nicht viel machen, weil ich kann es einfach nicht schaffen. Und trotzdem waren es im kompletten Jahr 700 Videos. Ja, das ist sau viel gewesen. Und jetzt kommen wir zum ganz, ganz, ganz krassen Punkt. Und das ist 2022. Ihr seht jetzt hier, habe ich gesagt, okay, ab dem 5.1., da habe ich dann diesen ganz großen Umschwung gemacht, den ich euch ja schon mal erzählt hatte da, oder gezeigt hatte, mein komplett neuer Upload-Plan. Ich mache nicht mehr 6 Uhr Zeiten, wo dann nach dieser Kategorie wie hier ist, wo, also so wie hier, sondern ich das jetzt so mache, 15 Uhr ist das Hauptvideo, 16 Uhr ist ein Nebenvideo, meistens Factorio. 6-mal halt. Und das fand ich ganz cool. Und die anderen 4 Uhr Zeiten sind für zusätzliche Videos, falls es mal sein muss. Und das habe ich gemacht. Das hat funktioniert. Ich kam mit beiden klar. Mit 3 Sachen. Mit dem Studium, mit der Arbeit und mit dem Produzieren der Videos. Das war alles sau viel. Und ich bin jeden Tag wirklich, ungelogen, mindestens 12 Stunden an allen Sachen zusammen dran. Aber es funktioniert. Und im Februar. Im Februar seht ihr jetzt hier eine große Lücke. Was da passiert. Da war Prüfungsphase. Ist kein Witz jetzt, wir haben also im ersten Semester, Prüfungsphase Februar, hat hier richtig krass reingekickt. Die letzte Prüfung hatte ich jetzt am Dienstag, nee, Montag war das, 7. Das war hier. Ihr seht, genau nach der Prüfung ging es plötzlich wieder mit Videos. Komisch, ne? Die letzte Prüfung für das erste Semester ist jetzt übrigens am 15., also am Dienstag jetzt. Und es ist krass, wie so eine Prüfungsphase sich hier bemerkbar macht. Das kickt richtig rein. Und mit dieser Ansicht hier, die Zeit ist halt nur orange und rot. Eigentlich habe ich jeden Tag ein Video gehabt, außer an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tagen. Also eigentlich war trotzdem okay. Trotzdem sieht es ja aus, als hätte ich da komplett verkackt. Und diese Beeinflussung durch die Liste, die ich mir quasi selber aufgebaut habe, dass ich das ja nicht geschafft habe, rechtzeitig alles hochzuladen oder zu wenig habe, das will ich nicht mehr. Und habe dann die ganze Liste hier komplett überarbeitet. Es sieht jetzt noch nicht viel aus. Aber pass auf, ich zeige euch mal jetzt die neue Liste. Und ihr werdet sehen, das ist tatsächlich sau viel, was ich geändert habe. Die sieht jetzt so aus. Erstmal ganz kurz, ja, den Unterschied nur vom Visuellen. Ja, alt, neu. Alt, neu. Noch einmal. Alt und neu. Was fällt euch auf?
Erstens, ich gehe jetzt mal Schritt für Schritt durch. Diese Auflistung hier links, ja, oder diese Liste hier. Was habe ich da geändert? Ich habe da immer gehabt Datum, wie viele Folgen das werden, ungefähr. Das Projekt selber, den Namen davon. Wie ich es abkürze in meiner Liste, damit ich jetzt nicht mehr den vollen Namen da stehen haben muss. Und wie viel ich davon hochgeladen habe. Das habe ich jetzt geändert. In die gleichen Sachen, aber mit Fertig und noch dazu. Was das genau bedeutet ist, ich habe mir immer zu Hilfe genommen die Seite How Long to Beat. Da können Spieler, die nutze ich mich selber auch, angeben, wie lange die für ein Spiel gebraucht haben, um es durchzuspielen. Meistens sind die Angaben ziemlich präzise tatsächlich und passen sehr gut mit dem, was meine Zeiten sind, überein. Meistens. Und deswegen gehe ich immer hin und gucke halt sowas wie zum Beispiel Dark Souls 3 und gucke da zum Beispiel, weil das ein Spiel ist, was ich komplett so auf 100% machen möchte, steht bei Completionist ungefähr 96, 97 Stunden. Ich mache eine Stundenfolge, also sage ich ungefähr 100 Folgen. Schreibe ich hier 100 hin. Dark Souls 3. Und ich weiß nicht, erkennt ihr das eigentlich? Ihr müsstet es eigentlich erkennen können. Wenn nicht, habt ihr jetzt Pech. Ja, wobei, ich kann kurz ein bisschen ranzoomen. Okay, pass auf. Habe ich gleich schon nachgedacht, ist egal. Dark Souls 3. Dann hier der Kürzel, die S111, also diese Striche halt, damit ich das hier schon abkürzen kann. Upload, aktuell noch 0 Folgen online. Ich habe schon ein paar aufgenommen, 4 Stück insgesamt, aber 0 hochgeladen. 4 sind fertig aufgenommen. Fertig heißt nur aufgenommen. Das heißt, wie viel ich noch bearbeiten muss, rendern muss, schneiden muss oder hochladen muss, die halt zwar also im Kasten sind, so gesehen, aber noch nicht, naja, uploadbereit sind, ja? Oder noch nicht fertig eingestellt sind. Und es fehlen noch 96. Warum ich diesen Unterschied gemacht habe zwischen fertig und Upload, warum das so wichtig ist, ist, wenn ich jetzt diese Liste mache und ich jetzt ein Spiel spielen möchte und ich nicht weiß, wie viel habe ich denn jetzt gerade und ich jetzt in die Uploads gucke, ist das schwierig herauszufinden, welches Spiel ich jetzt machen kann, welches nicht. Wenn ich jetzt nach rechts gehe zum Beispiel, alles Gelbe ist, was ich fertig aufgenommen habe, aber noch nicht hochgeladen ist. Und ihr seht jetzt hier, ich habe schon sehr viel fertig aufgenommen im Voraus, teilweise sogar Monate im Voraus. Elden Ring habe ich zum Beispiel bis hier hinten hin, bis zum Juli fertig. Und State of Decay ist sogar schon komplett fertig, das geht bis Ende September. Und jetzt habe ich gesagt, okay, weißt du was, um das halt selber zu sehen, was ich machen kann, machst du das getrennt. Jetzt sehe ich zum Beispiel, hey, das nächste Spiel aus dem Hauptvideo wäre Age of Empires, was ich spielen müsste. Denn Age of Empires 4. Und das eigentlich bis Ende von April. Das ist so diese kleine Hilfestellung für mich. Oder jetzt hier sehr viel Factorio und so weiter, weißt du? Ist einfach nur für mich so zum besser gucken. Aber, gehen wir nochmal ganz kurz einen Schritt weiter. Hier drunter habe ich stehen, zukünftige Projekte. Da habe ich in Sachen drinstehen, die ich noch machen will. Aber die, da wo noch irgendwas fehlt, bevor ich das anfangen kann. In dem Fall ist es tatsächlich bei allen 4 Spielen das gleiche. Und zwar die Antwort, was ist es gar nicht. Von dem mein Spiel habe ich die Antwort vom Entwickler bekommen. Von A Tale of Paper oder Darkest Tales. Aber die sind noch nicht veröffentlicht worden, die Spiele. Die sind schon seit 2 Jahren angekündigt, aber sind noch nicht veröffentlicht. Sehr schade. Und Vampire Survivors. Oder Dismantle. 2 Spiele, wo ich Bock habe, das zu zocken. Habe ich auch auf Antwort vom Entwickler warte, ob ich die Rechte dafür bekomme. Und sobald Age of Empires 2 durch ist, werde ich davon noch die Achievement-Jagd machen, weil ich das auf 100% machen möchte, das Spiel. Deswegen startet die ab nächstem Jahr, 1. Januar. Das sind so für mich so zu merken, hey, das ist die zukünftige Projektreihe. Das hier drunter, das sind nur die, falls ich ein neues Spiel mache, die Formeln, die ich jetzt mir hier zurecht gemacht habe, weil die Formeln schreibe ich alle selber, ja? Ich kopiere die nirgendwo raus, ich mache die komplett alleine. Man kann es bestimmt auch irgendwie verbessern oder vereinfachen, das ist mir egal, ich versuche die Sachen selber zu lösen, ja? So was wie zum Beispiel hier, Factorio, ich mache das halt so, er guckt halt, das seht ihr auch hier unten, im S-Verweis, er sucht nach dem Spielnamen, ja, den ich dann manuell eintrage, Factorio, einmal, und guckt halt, hey, in dieser Auflistung hier, nach dem Projektname, wenn findet, in dem Fall Factorio, und geht dann in die zweite Spalte, nimmt die Kürzel F, und fügt halt die Zahl, also ein Leerzeichen dann daneben, und fügt dann die Zahl dazu, die von der Zelle, die da drüber ist in dem Fall, oder wo ich auch immer möchte, und packt die halt dann plus 1, also eine Folgenzahl höher. Das ist so, dass ich das mache. Ja, dann brauche ich das nämlich nur reinkopieren. Ich kann als Beispiel sagen, hey, ich würde gerne hier Factorio-Folgen haben und fang bitte da an zu zählen. Zack, nimmt ihr die alle dann so, weißt du? Ist einfacher.
So, hier die Videoanzahl ist logisch. Und der guckt halt, wie viele von diesen Kästchen sind halt befüllt. Ne? Und guckt halt, wie viele Videos das sind. Und ihr seht jetzt selber, die Prüfungsphase waren trotzdem 24 Videos im Monat. Das ist viel, eigentlich. Ansonsten habe ich immer so im Durchschnitt 60 plus. Das ist verdammt viel. Insgesamt sollen es dieses Jahr 754 Videos werden. Krass, ne? So, wie funktioniert denn die ganze Liste jetzt eigentlich? Das zoomen wir mal ein bisschen raus. Also nicht wie es genau klappt, das will ich euch gar nicht zeigen. Ich will euch nur zeigen, wie ich das Problem jetzt gelöst habe, das jetzt ganz noch ein bisschen zu machen. Und zwar die farbliche Markierung. Ist gar nicht so einfach. Weil es jetzt ja hier ein Text ist. Ist ja eine Textkette. Habe ich das Ganze so gemacht. Er nimmt die Textkette auseinander, das ist übrigens die Formel, die da oben steht. Eine sehr lange. Und vergleicht halt bla 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 mit dem bla 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 und bla bla bla. Ne? Er guckt dann halt wirklich nach die Zelle, nur diese eine Zelle, mit den ganzen Kästen hier. Was da jetzt ist, ist es geuploadet, ist es schon fertig, also ist es noch gar nicht angefangen? Ist es aufgenommen oder ist es geuploadet? Und je nachdem schreibt das hier rein. Und die hier, die Farben gucken nur, ob jetzt genau unten in dieser Zelle drin steht, weil wenn ich jetzt hier mal draufklicke und die Formatierung angucke, steht jetzt hier, er sucht jetzt nach sich selber mit dem Index, nach der Zelle da unten, ist jetzt die vielleicht mit Upload fertig oder nicht markiert und packt die dann halt mit einer Farbe hier drüber, ja? Gleiche unten auch. So, und zack, sind die alle gefärbt. Das heißt, alles Grüne ist fertig hochgeladen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr den Vergleich seht von hier zu hier, hier sieht plötzlich alles grün aus und ist wieder in Ordnung. Und es ist nicht dieser eigen selbstgebaute Druck durch die Farben. Hier sieht es aus, als wäre es voll die Katastrophe. Aber ist eigentlich voll in Ordnung. Das sind 70 Videos hier in 2 Monaten. Ja, möchte ich mal so anmerken. So, jetzt kommt aber das Geilste. Und zwar dachte ich mir so, ich will ja, diese Liste jetzt, wenn ich sie so gucke, sie ist ja übersichtlich für mich. Ich brauche jetzt nur gucken, hey, was ist rot? Das muss ich noch aufnehmen. Und deswegen ist jetzt hier Factorio. Was mache ich jetzt also heute den ganzen Tag? Factorio. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Factorio mache, das zählt zwar als Factorio-Folge, ich weiß. Weil Factorio nutze ich nicht nur für Factorio, sondern ich nutze es halt auch für alle Sachen, die ich halt selber quatsche oder um euch jetzt was zu präsentieren. Das ist ja, was ich schon erzählt hatte. Es ist halt mein Dauerprojekt, was immer da ist irgendwie. Und ein Spezialvideo, das verfällt schnell im Nichts. Und so weiß man immer, wo man es findet. Und das hier zum Beispiel ist jetzt eine Folge, die ich jetzt aufgenommen habe. Und ich werde danach wahrscheinlich nochmal 2 Folgen ganz normal aufnehmen. Ja, also 3 Stück. Also kann ich jetzt hier hingehen und sagen, 200, weil ich war 241 war da. Also jetzt 244. Zack, sind die jetzt gelb. Wenn ich jetzt noch render und hochlade, habe ich rein theoretisch für die nächsten 3 Tage wieder alles fertig. Und diese Auflistung nur von diesen 3 Farben ist so gut. Ne, ist praktisch. Und das Datum, heute der Tag ist immer blau, grün ist Vergangenheit, orange oder so ist halt Zukunft. Ist halt verdammt cool. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wie habe ich jetzt das aufgebaut jetzt? Wann kommt welches Projekt und warum ist es an der Position, wo es ist? Factorio kommt immer Montag bis Samstag. Das werde ich jetzt auch durchziehen, konstant, immer Montag bis Samstag. Nonstop. Sonntags kommt Dying Light. Dying Light wird nämlich wahrscheinlich ein, ich habe jetzt hier 100 Folgen eingetragen, aber es wird ein sehr langes Projekt, weil da sehr, sehr langer Support für unterstützt wird, laut Entwickler, für 5 Jahre. Und ich dachte, ey, klingt geil, das wirst du als Dauerprojekt machen. Kann sein, dass es nicht so lange geht. Das sehe ich dann, wenn es halt soweit ist, ja. Aber kann gut sein. Das heißt, damit ist der 16 Uhr Slot voll. 15 Uhr Slot ist immer noch das Hauptvideo. Das hat sich nicht geändert. Und da ist es mal so. Hier ist jetzt ein Montag. Montag kommt Age of Empires 2. Ganz normal. Eigentlich auch mein bestes Projekt, so was das angeht, von der Aufrufzahl her. Ist cool. Dienstag hatte ich ursprünglich, das müsste ich glaube ich auch noch irgendwo haben, das Bild. Bilder, Kanalbilder, Uploadplan, wo ist denn der Uploadplan von dem neuesten jetzt hier? 22, das war der hier, den habe ich das letzte Mal im 5. Januar gewechselt. Da sollte eigentlich Dark Souls 3 kommen. Sollte. Habe ich eine kleine Planänderung gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier gesagt, okay, weißt du was, da kommt jetzt erstmal Elden Ring. Bei Elden Ring bin ich gerade übertrieben am Suchten, ja? Also kommt das jetzt 2-mal in der Woche.
Und zwar Dienstag. Und dann nochmal am Sonntag. Aber warte mal, das ist ja gar nicht Sonntag. Das ist ja Freitag. Das kommt ja sogar dreimal. Das ist ja komisch, ne? Hat auch einen Grund. Pass auf. Dienstag kommt normalerweise ja eigentlich Dark Souls 3. Das habe ich jetzt komplett verschoben. Das sollte eigentlich schon letzten Monat starten. Durch die Prüfungsphase ging es nicht. Das startet jetzt am 1.4. Aber bis dahin läuft Elden Ring. Gehen wir den Tag immer weiter. Mittwoch ist immer der Koop-Tag, wo ich mit einem Kumpel zusammen immer ein Video hochlade. Ja? Aktuell läuft das Sniper-Dieter. Das hat nur 8 Folgen, das heißt, es endet jetzt dann irgendwann nächste Woche, übernächste Woche. Danach kommt State of Decay. Cool. Das ist auch schon fertig. Ist also lange vorbereitet. Und was danach kommt, wissen wir noch nicht. Ja, mal gucken. Donnerstag kommt immer Age of Empires 4. Wenn ich da alle Missionen durch habe, da gibt es nämlich auch nicht so krass viele von, das seht ihr ja auch hier links, 35 Stück. Danach gibt es dann irgendwann die Age of Empires 4 Achievement Jagd ab dem Juni, wo ich das auch auf 100% spielen werde. Und halt für jedes Achievement quasi eine eigene Folge mache, wenn es was Besonderes ist. Und am Freitag sollte ja, wenn ihr das Bild anguckt, ursprünglich Payday 2 kommen. Da das aber so ein Schnittaufwand war und ich mit den letzten Monaten gar nicht klarkam, kommt das erstmal nicht. Ich zeige euch auch gleich warum. Das hat einen ganz besonderen Grund. Deswegen kommt da jetzt auch Elden Ring. Am Freitag. Und am Samstag Dark Souls 2. Das ist fertig. Das geht jetzt noch bis zum 14.09. Dann ist es komplett durch. Und Elden Ring kommt wieder am Sonntag. Also aktuell ist der Elden Ring lastig. Ist aber auch einfach ein geiles Spiel. Und jetzt passt mal auf. Ganz kurz noch eine Sache nebenbei. Hier links die ganz grünen Sachen sind übrigens die, die ich schon komplett fertig habe. Wie man sieht, offensichtlich. Gehen wir jetzt mal ganz kurz weiter. Warum sind die denn jetzt so aufgelistet? Wenn wir jetzt mal April gucken, haben wir Freitag Dark Souls 3, Samstag Dark Souls 2 und Sonntag Elden Ring. Dienstag habe ich hier nichts. Das heißt, Elden Ring ist nur diesen Monat so präsent. Danach wird es regelmäßig einmal am Sonntag kommen. Aber nicht dauerhaft. Sobald Dark Souls 2 im, wie es ja hier steht, 14.09. zu Ende ist. Das ist ja dann also, Quatsch, Bullshit, da ist es ja angefangen. Dark Souls 2 ist ja hier schon zu Ende, im Juni. Ab dann kommt Elden Ring zweimal in der Woche. Samstag und Sonntag, immer am Wochenende. Das finde ich voll gut irgendwie, das passt mega geil zusammen. Und Dienstag, die Lücke, das weiß ich nicht, welche reinmache. Geplant ist Vampire Survivors oder Dismantle. Dafür müssen aber erstmal Antworten kommen. Und da ich die noch nicht habe, fülle ich die Lücken auf mit Elden Ring. Cool, ne? So, und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn sowas wie, keine Ahnung, ich sag mal sowas wie der Mittwochslot zu Ende ist? So wie zum Beispiel jetzt hier, Mittwoch. Oh, da gibt's ja gar nichts. Das ist ja komisch. Ja, noch nicht festgelegt. Aber, was ist denn das? Das ist ja nur... Das sind ja 2 Folgen Age of Empires. Ist schon wieder was doppelt. Ganz doof irgendwie, ne? Aber ich zeige euch gleich was. Das macht mich auch Sinn, warum das hier doppelt ist. Und bevor wir jetzt ganz kurz zum Schluss kommen. Payday. Ich finde das irgendwie doof, als Hauptvideo zu haben. Das kriegt einen ganz besonderen eigenen Slot. Den 17 Uhr Slot. Und kommt immer zweimal pro Woche. Sonntag und Mittwoch. Das wird ab April, dem 3. April, wieder regelmäßig kommen. Und das wird dann auch durchgezogen, bis zum Ende. Und jetzt kommt das richtig Geile. Das hier... im August. Stronghold. Hat 21 Folgen, 21 Missionen. Werde ich ebenfalls komplett mit Synchronsprechern arbeiten. Und das wie Payday 2 aufziehen, nur noch krasser. Und ich hoffe, das wird geil. Und die beiden Projekte laufen auf 17 Uhr. Das sind quasi die extrem besonderen. Aber wieso jetzt die Folgenzahl genauso, wie ich sie gemacht habe? Mal kommt hier was doppelt, dann ab hier Age of Empires doppelt. Aber warum so komisch? Und dafür gehen wir jetzt mal auf den Dezember. Im Dezember, am Heiligabend, kommt Stronghold-Finale. Payday-Finale. Also die beiden Projekte werden da beendet. Das Finale. Und Silvester
kommt die 80. Folge Elden Ring, die 500. Folge Factorio, das Finale von Age of Empires und die 50. Folge von Dying Light. Das ist an Specials in diesem Zeitraum einfach nicht zu überbieten. Es ist so cool, dass sich das so aufgeht dann. Es ist einfach fantastisch. Und das ist der Plan, den ich für dieses Jahr habe. Und ab nächstes Jahr geht das Ganze natürlich dann so weiter. Da sind natürlich noch sehr viele Lücken, weil da noch sehr, sehr viel offen ist. Ihr seht ja hier oben selber, die Projektanzahl ist dann noch sehr gering. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und hier bin ich jetzt. Und nehme Factorio oder das Infovideo auf. Das, was heute am 14.03. für euch, oder ich nehme es am 12.03. auf, um 17 Uhr kam. Ist geil, oder? Und das war jetzt eine kleine Folge Special. Einfach nur, um euch das ein letztes Mal hier zu zeigen, wie ich es ab jetzt handhaben werde. Also reine Theorie werde ich jetzt nicht mehr irgendwie hier hinterher irgendwie schleichen können, weil ich immer genau weiß, yo, ich muss Factorio machen, yo, ich habe das als nächstes und ich nicht mehr durcheinander kommen muss oder kann. Weil wenn ihr immer so viele Projekte hier seht, dass man da mal irgendwie eins vergisst oder sowas oder nicht hinterherkommt und nicht mehr genau weiß, wie lange das noch geht, regelmäßig passiert mir das. Und so ist es genial. Und da das heute eh die zweite Folge war und morgen schon die nächsten kommen, ist es auch absolut scheißegal, dass ich das in der Factorio-Folge gemacht habe, weil ihr dadurch nichts verpasst. Ich wollte das aber nur mal so gesagt haben, ich fand das jetzt mega cool, euch mal so zu zeigen. Beim nächsten Mal geht es dann in Factorio weiter mit der Uranverarbeitung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.